Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 316 am Freitag, den 13. Oktober 2023. Es ist gleich 0 Uhr. Und wir haben noch laut App minus 5 Grad Außentemperatur. Julian hatte vorhin aber am Haus schon unter minus 10 Grad gemessen. Es sollte aber in der Nacht auch wieder ein bisschen wärmer werden. Also irgendwo dazwischen wahrscheinlich bei minus 5 bis minus 10, da liegt die Wahrheit. Es war heute ein klasse Tag. Es war wieder trocken. Wir haben keinen Schnee dazu bekommen. Aber das soll jetzt morgen, glaube ich, sich ändern. Und für morgen ist sogar auch ziemlich Wind angesagt und Sturm. Ja, ansonsten habe ich heute noch an der Webseite gearbeitet, an einem Projekt, was jetzt auch am Sonntag online gehen soll. Da haben die Kunden relativ viel selbst gemacht und ich mache jetzt quasi den Endcheck, auch spannend mal, diese Erfahrung. Und wir waren heute einkaufen in Corpilombolo. Wir sind ja hier in einer Außengemeinde quasi, ein Dorf außerhalb von Corpilombolo. Und in Corpilombolo ist eben der nächste Laden. Und da haben wir eingekauft so ein bisschen, weil wir wollten heute Abend, wollte ich für alle zusammen Schöttböller kochen. Also die kleinen Fleischbällchen, die es auch bei dem großen schwedischen Möbelriesen in Deutschland immer gibt, die wollte ich gerne kochen, habe ich auch getan. Und dafür haben wir halt noch ein paar Sachen gebraucht und eingekauft. Ich habe die fertig gekauft. Ich habe die nicht alle selbst gerollt aus Hackfleisch, sondern fertig gekauft. Die sind auch wirklich gut. Und habe die dann mit Unterstützung von meinem Beikoch Maxi wieder, haben wir zusammen in der Küche gewerkelt und haben Kartoffeln geschält, Stampfkartoffeln dazu gemacht. Alles schön frisch und selbst gemacht. Richtig, richtig lecker. Und eben die Schöttböller dann angebraten und dann eine leckere Bratensoße dazu gemacht, auch mit schön, also richtig mit Mehlschwitze und also so ganz klassisch halt, also richtig lecker und alle waren begeistert, allen hat es gut geschmeckt. Es gab noch dazu Preiselbeermarmelade, selbstgemachte, die wir neulich zusammen gepflückt hatten und die Verena dann eingekocht hat zur Preiselbeermarmelade. Sehr, sehr köstlich. Ja, und dann hat Julian vorhin gerufen, es sind Nordlichter da. Und da mussten wir Coworking mal kurz beenden, weil wir waren heute Abend noch am Coworken zusammen und sind dann rausgegangen, haben ein paar Nordlichtbilder noch gemacht im Schnee. Also jetzt hat es echt alles geklappt. Mehr geht einfach nicht. Und ja, dann hat er gesagt, sollen wir noch rausfahren zum Wasser und na, da nochmal Bilder machen, wo wir neulich auch schon waren, ohne Schnee. Und ja, dann habe ich mich breitschlagen lassen, Gott sei Dank, denn da waren die Nordlichter auch da und richtig schön. Und wir sind dann noch ein Stück weiter gefahren zu einem kleinen Damm und haben da noch Bilder gemacht. Mit Special Effekt noch so ein Herz mit der Taschenlampe vom Handy, haben wir ein Herz in den Himmel gemalt. Das hat auch super geklappt und den Namen noch, das hat bei Julian gut geklappt, bei mir nicht so. Also das andere zu schreiben, das war gar nicht so einfach. Und ja, aber eine tolle Erinnerung und echt schöne Bilder geworden. Und ich bin dir, lieber Julian, sehr dankbar, dass du mich immer mitnimmst und dass wir dann zusammen da fahren und haben jetzt echt tolle Bilder von den ganzen Wochen hier, von den Nordlichtern, dank dir. Da freue ich mich sehr drüber. Und ja, jetzt werde ich noch einen kurzen Moment noch ein bisschen Restarbeit machen an dieser Website, damit die lieben Kunden dann morgen nochmal drüber gucken können, dass sie Sonntag online gehen kann. So ist der Plan, genau. Also, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.